Stellt euch vor, ihr seid in Australien, habt gerade was richtig Tolles erlebt, kommt vielleicht vom Surfen oder sitzt im Outback und genießt einen der Sonnenuntergänge, aber ihr habt niemanden, mit dem ihr es teilen könnt. Denn Freunde finden, das ist in Australien gar nicht so einfach. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Ich bin heute nicht alleine. Maren ist heute wieder bei mir. Hallo Maren. Hi Chris. Ja, das Thema Freunde finden, das ist eine schwierige Angelegenheit. Ist natürlich auch ein wichtiges Thema für alle, die neu im Land sind. Aber es gibt kulturelle Gründe, warum das vielen nicht so ganz gelingt. Und zu diesem Thema hat Maren was vorbereitet. Genau, und ich habe die häufigsten Fragen zusammengetragen, die Leute, die nach Australien kommen und sich für Australien interessieren, immer so haben zum Thema Freunde. Und ja, da ist eine ganze Menge solcher Rundumschlag zusammengekommen. Und ich dachte, wir als schon langjährige Einwohner Australiens unterhalten uns über dieses Thema und über diese Fragen, die die Leute haben. Dann mal los. Also, Frage Nummer 1 war, ist es leicht, in Australien Freunde zu finden? Ja, also da würde ich mal sagen, es ist leicht, Bekanntschaften zu schließen, aber es ist schwierig, tiefgehendere Freundschaften zu schließen. Also man kommt im Alltag leicht mit Menschen in Gespräch, aber irgendwo ist da eine Grenze. Genau, die Australier sind offen, die sind freundlich, die reden gerne. Das heißt, man kann relativ schnell klicken. Aber dann echte Freunde finden, ist schon eine andere Nummer. Ne? Und ich denke generell, und das war auch so unsere Erfahrung so ein bisschen, ist es schon einfacher in der internationalen Szene. Ja. Zum Beispiel auch als Student jetzt, wenn man auch dann viel Kontakt hat zu anderen Deutschen, anderen Europäern oder auch aus anderen Ländern, Freundschaften zu knüpfen, auch wenn man die gleichen Probleme hat, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Sprachbarrieren und so weiter und so fort. Ja, absolut. Also jemand, der halt sein ganzes Leben hier in Australien war, der kann sich halt gar nicht vorstellen, was so einen, jemand aus einem anderen Land erstmal alles durchmachen muss. Da und man hat auch weniger Gemeinsamkeiten einfach. Ja. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Australier oft schon sehr in ihren eigenen Bubbles verwurzelt sind, so mit vielleicht Leuten, die sie aus der Schule kennen und Familie und so, dass da oft gar nicht so viel Raum für krasse neue Freundschaft mit irgendjemandem aus dem Ausland ist. Genau, mit dem man auch alles schwierig ist. Ja. Und wo es auch noch kulturell echt Unterschiede gibt, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das beantwortet die Frage ganz gut. Ne? Auf jeden Fall. Also ja, leicht Kontakte zu finden, nein, schwer, Freunde zu finden. Genau, ne? Genau. Und vielleicht noch ganz kurzer kultureller Exkurs hier. Auch viele Australier haben nicht diese langen Freundschaften, die die Deutschen haben. Es sind oft eher Bekanntschaften und Freundeskreise werden auch gerne mal gewechselt im Laufe des Lebens, gell? Ja, absolut, ja. Ja, so dieses absolut besser Freund und dieses enge Zusammenglucken und so mit vielen verpflichtenden Verantwortungen, das ist hier schon ein bisschen anders. Ja. Man hat aber dafür sehr, sehr viele Bekanntschaften, die man dann häufig wechselt und hat man auch kein Problem mit nach vielen Jahren, die man dann komplett auszutauschen. Weil man eben auch oft umzieht. Auch das, ja. Und weil man auch sehr oft den Job wechselt. Ja. Ich meine, in Deutschland ist ja heutzutage immer noch so oft, dass man dann wirklich jahrzehntelang bei einer Firma arbeitet. Nicht mehr so ganz so wie früher, so krass, aber schon oft noch, ne? Und hier in Australien, ich meine, Standardarbeitszeit bei vielen Firmen ist so vielleicht 2 Jahre. Ja, das wird ja sogar auch von Arbeitgebern mittlerweile fast verlangt, dass Leute oft vorher den Job gewechselt haben, damit sie Erfahrung bekommen. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass die Kinder schon in den Schulen nicht in einem festen Klassengerüst aufwachsen. Weil oft ist das hier in Australien nämlich so, dass die Kinder jetzt schon in der Grundschule jedes Jahr in eine neue Klasse kommen, während in Deutschland ja zum Beispiel in der Grundschule die Kinder ja die ganzen ersten 4 Jahre im gleichen Klassenverband sind. Ja. Und hier werden von vornherein darauf geprägt, dass es halt immer neue Austausch kommen, neue Leute, man gewöhnt sich dran, aber man hat kein Problem, sich zu verabschieden. Weil der ganze Jahrgang jedes Jahr durcheinander gewürfelt wird. Ja, komplett. Ja. Ja. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann stört das eigentlich gar nicht mehr so, finde ich. Das ist halt anders, ne? Wenn etwas anders ist, dann denkt man immer, es ist schlechter, aber manchmal ist es einfach nur anders. Es ist zumindest auch praktisch, dass alle Leute sich hier auf neue Freundeskreise jederzeit einstimmen können, weil sie müssen es halt tun, weil das Leben so dynamisch ist. Ja, auf jeden Fall. Gerade in dieser schnellen, wandelnden Welt heutzutage. Okay, die zweite Frage. Wo findet man potenziell neue Freunde? Gibt es irgendwelche Geheimtipps, um Anschluss in Australien zu bekommen? Wo findet man die besten Freunde? Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass man einen Kontext schafft, wo man halt Leute mit ähnlichen Interessen findet. Ja, also zum Beispiel ein Sportverein, eine Sportgruppe oder irgendwas Ehrenamtliches. Halt, wo man auch mit Leuten dann sich umgibt, die halt so den gleichen Vibe haben wie man selbst. Genau, über Hobbys zum Beispiel. Ja. Ne? Genau. Also Sport ist schon wieder ein gutes Beispiel. Aber auch über die Dinge, die man im Alltag macht. Also jetzt beruflich zum Beispiel oder Studenten natürlich. Ne? Oder wenn man hierher kommt als Backpacker. Da bietet sich ja zum Beispiel auch in der Szene Leute zu finden oder als Au-pair. Da hat man einfach Leute, die so ein bisschen mit einem auf einer Welle schwingen. Und ich denke dann, ja, da ist es ein bisschen einfacher, als sich direkt so auf die Aussies zu stürzen. Absolut. Mhm. Also jetzt so im Alltag randommäßig jemanden kennenlernen in Australien und dass daraus Freundschaften werden. Ich denke, da ist der Geheimtipp auf jeden Fall die ehrenamtliche Arbeit. Das ist in Australien, ist ja in Deutschland genauso. Ne? Man kann sich ja wirklich überall engagieren und man kommt wirklich leicht auch dann in solche Vereine rein.
Es gibt so viele Möglichkeiten hier und da findet man halt auch wirklich viele Australier und da kommt man dann mit Leuten auch gut ins Gespräch. Ja, aber da hat man ja auch wieder das gemeinsame Thema. Ja, genau. Aber ich meine, da findet man halt auch dann Leute, die, also echte Australier, nicht halt nur die Leute aus der eigenen Peergruppe, die halt hier emigrieren. Echte Bio-Australier. So, okay, nächste Frage. So, wir kommen zur Frage Nummer 3. Wo trifft man eher seltener auf neue Freunde? Also wo sind die Wahrscheinlichkeiten geringer? Ja, da fällt mir natürlich ein, dass man jetzt vielleicht denken könnte, so lokale Veranstaltungen, Märkte, Festivals, Straßenfeste und sowas ist eine gute Idee. Und das stimmt, dass man da viel Spaß haben kann. Aber mit den Leuten da erst auf ins Gespräch kommen und Telefonnummern auszutauschen, sich wieder zu treffen, das kann man eigentlich vergessen. Nee, das klappt nicht. Die Leute bleiben da eher mit den Leuten, mit denen sie auch dahin gegangen sind. Familie oder halt Freundeskreis. Das dient einfach nicht dazu, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Nee. Allenfalls mal Smalltalk, wenn sich eine Situation ergibt, aber mehr nicht. Genau, wollte ich gerade sagen, weil man auch eine ganz andere Art von Gespräch führt. Man führt halt Gespräche auf einer Ebene, die halt nicht wirklich tief in einen reingeht. Ne? Ja. Mhm. Kurzer Exkurs zum Smalltalk. Der ist hier sehr wichtig und ich weiß, viele Deutsche hassen ihn, sich im Alltag über Belanglosigkeiten auszutauschen. Aber das ist hier wichtig, egal ob ihr im Supermarkt mit der Kassiererin redet oder einen Spaziergänger trefft, wenn ihr draußen seid. Es werden immer Fragen gestellt, wie geht's dir, was hast du heute gemacht, was machst du am Wochenende? Und das Spiel muss man einfach mitspielen. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Ja, essentiell. Mhm. Ja, sonst kommt man als kühl rüber oder als unfreundlich. Ja, Deutsche gelten ja generell immer als ernst, ne? Da kann man ja dem Stereotyp ein bisschen entgegenwirken. So, was mir noch einfällt, weniger Australier findet man auch in Sprachkursen, aber da findet man natürlich internationale Leute, aber wenn man halt wirklich Australier kennenlernen will, sind so Sprachkurse ja eigentlich schlecht, weil kein Australier lernt ja Englisch. Ich meine, das ist ja deren Muttersprache, ne? Das macht weniger Sinn, aber für Freunde allgemein, internationale Leute, eine ganz gute Möglichkeit. Und das Gleiche gilt auch für Facebook-Gruppen. Australien hat sehr, sehr viele Facebook-Gruppen für Gleichgesinnte zu allen möglichen Themen. Ja, also Facebook ist die Nummer 1 Social-Media-App in Australien. Das ist anders als in Deutschland. Also hier sind nicht nur irgendwelche Querschwurbler, sondern jeder nutzt es de facto, ne? Ja. Trotzdem würde ich jetzt sagen, da trifft man eher seltener Leute, weil es ist halt schon eher eine Online-Sache und dass man die in dem echten Leben auch trifft, das ist dann halt wieder unwahrscheinlicher. Es bleibt online. Es bleibt oft online, ja, in den meisten Fällen. Ich habe viele, viele australische und natürlich auch deutsche Freunde auf Facebook, aber wie viel ich davon gesehen habe, ist ein Bruchteil, ne? So, Maren, die nächste Frage, ich weiß sie noch und ich weiß, wir haben sie eben schon ansatzweise beantwortet. Ich lese sie mal vor, ja? Also, Frage Nummer 4. Was halten Australier eigentlich von den Deutschen? Also, da gibt es ganz klare Stereotype. Positive Stereotype, alle Deutsche sind fleißig, Deutschen sind organisiert und pünktlich. Sind pünktlich und effizient. Zuverlässig. Auch schlau, sie gelten generell halt schlau und gerade technikorientiert, zielorientiert auf jeden Fall. Genau. Das sind auf jeden Fall die positiven Dinge. Das ist natürlich auch ein Vorteil für alle, die sich auf einen Job bewerben, egal in welcher Lebenssituation. Ihr könnt mit diesen Stereotypen spielen. Also wenn ihr ein Interview habt zum Beispiel, der Arbeitgeber weiß, dass ihr Deutsch seid, der hat sicherlich diese Stereotype schon im Kopf. Und dann könnt ihr darauf eingehen im Interview und den darin verstärken und euch einen Vorteil verschaffen. Und natürlich auch eigenständig. Deutsche gelten als sehr unabhängig und eigenständig auch im Denken. Sehr individuell, teilweise auf eine gewisse Art und Weise auch kreativ, aber nicht auf eine nicht auf eine ästhetische Art und Weise kreativ, jetzt designtechnisch sowas, eher auf so eine intellektuelle Art und Weise kreativ, wenn es um Fortschritt oder sowas geht und um Prozesse. Wobei das ja auch nur die halbe Wahrheit ist. All diese Vorurteile sind ja nur die halbe Wahrheit. Das ist halt Vorurteil und Stereotyp. Das heißt nicht, dass jeder Australier von jedem Deutschen denkt, aber das ist halt schon das, was man schon sehr, sehr oft gehört hat. Was ich auch schon gehört habe, ist, dass Australier Deutsche für High Maintenance halten, also für anstrengend. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass Deutsche oft alles ergründen, viele Fragen stellen, Sachen nicht einfach so hinnehmen. Viele Ansprüche haben. Ja, viele Ansprüche haben. In Australien ist es vielleicht schon so, wenn der Chef sagt, mach das, dann macht man es. Und der Deutsche fragt dann, warum, weshalb, wieso und kann man das besser machen. Aber das ist gar nicht gewünscht manchmal. Ja, weil Deutsche diskutieren gerne. Ne? Ja. Deutsche lassen sich nicht alles gefallen. Deutsche können sich auch oft nicht so gut unterordnen. Ja. Und insgesamt ist das schon so, dass viele Australier das Gefühl haben, dass Deutsche halt anstrengend sind. Mhm. Dass sie auch über Themen reden, über die man nicht redet. Ja. Zum Beispiel Politik oder Religion. Die Deutschen, die diskutieren ja gerne und die tauschen ihre Meinung aus. Und sowas geht ja gar nicht. Nee. Und das kann auch richtig heiß jetzt so hergehen. Und so, wenn ich mir eine deutsche Runde mit Freunden denke, da wird diskutiert, bis zum geht nicht mehr argumentiert, man wirft sich Dinge in den Kopf und man hat sich trotzdem gern. Und hier in Australien geht das gar nicht. Ne? Ja. Also da sind Gespräche auf einem ganz anderen Niveau. Man kann jetzt oberflächlich sagen, das klingt aber zu negativ, es ist halt einfach anders. Man geht diesen Themen aus, weil es ist halt die Sache mit der Konfliktvermeidung, man weicht diesen Dingen aus, aber es hat natürlich viele andere Vorteile, dadurch geht es halt viel harmonischer zu allgemein. Genau. Ne?
Also wenn hier jemand eine politische Diskussion anfängt, da horche ich schon auf, weil das so selten ist. Weil einfach über Politik nicht geredet wird. Und das hat zu viel Konfliktpotenzial, wird einfach mal gecancelt. Ja. Außerdem fallen mir noch so Sachen, als Deutsche gelten auch sehr, sehr ernst und humorlos. Und es gibt etwas, das finden die Australier auch sehr schwierig zu akzeptieren. Also Deutsche müssen sich überall ein. Ja, Moment, hat dir nicht mal sogar jemand direkt gesagt, lach doch mal oder sowas? Da gab es doch so eine Situation. Wo war das dann? Das ist richtig. In der Universität hat mir das eine Professorin gesagt. Ich sei doch zu ernst. Ich soll auch meine E-Mails bitte nicht so formal und förmlich formulieren an die Professorin. Ich soll doch mal ein bisschen mehr so Hi, Mate und Good Day und ne. Ich soll doch mal ein bisschen lockerer werden. Das fand ich sehr schwierig, weil die Deutschen, die drücken ja auch so ihre Art von Respekt aus, indem sie halt Dinge höflich formulieren, lange E-Mails schreiben, auf genauen Wortlaut achten und sowas, während Australier, der halt um einiges lockerer sind. Ne? Auf jeden Fall. Und deswegen sage ich ja, die Deutschen sind nicht unbedingt ernster, aber es ist halt dieses Vorurteil. Und dass die Deutschen ernst sind, hat vielleicht was damit zu tun, dass sie vielleicht Respekt ausdrücken, ne? Und dass sie vielleicht auch eine gewisse Distanz erstmal zu gewissen Leuten haben, bevor man dann halt auftaucht. Ja, die Distanz fällt hier oft weg. Also ich finde es auch in manchen Situationen super komisch, Leute mit dem Vornamen anzureden. Das wird ja immer gemacht, eigentlich fast ausnahmslos. Mhm. Aber so in, sagen wir, juristischer Korrespondenz oder auch wenn man Lehrer anspricht, finde ich manchmal irgendwie komisch. Ja, auch mein Doktorvater, also das ist schon ganz schön schwierig gewesen, in der Uni und auch auf der Arbeitsstelle, mein Chef und sowas, da muss man sich erst dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Und vor allem, das heißt nicht, dass man weniger Respekt hat, sondern man zeigt ihn halt anders. Man zeigt ihn halt nicht durch sie, sondern auf die Art und Weise, wie man ihn halt sonst behandelt. Und das muss man raushaben, das ist nicht ganz einfach, ne? Man denkt immer, die Australier, Deutschen, das ist alles gleich, ne? Wird alles über einen Kamm geschert, aber es gibt so viele Unterschiede und wir sind schon in so viele Tausende von Fettäpfchen getreten. Also da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben. So, wir kommen zur Frage Nummer 5 und die lautet, wie sehen Freundschaften mit Australiern aus? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt gravierende kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Australien, aber wie wirkt sich das auf die Freundschaften aus? Also auf jeden Fall haben wir hier ein etwas geringeres Tiefeniveau bei Freundschaften. Freundschaften werden dann doch relativ schnell geschlossen und man kommt dann irgendwann in so einen freundschaftlichen Kreis, aber sie sind nicht so radikal offen wie in Deutschland. Also viele Deutsche haben ja schon Freunde, denen sie wirklich alles erzählen können. Also auch von Problemen im Leben oder intime Dinge oder verstörende Dinge, negative Themen. Und das wird hier, glaube ich, selbst aus Freundschaften eher rausgehalten. Eine Freundschaft soll eher einseitig positiv sein. Genau, Geld leihen. Oder sich hundertprozentig auf jemanden verlassen können, egal was passiert und sowas, das ist hier schon ein bisschen anders auf jeden Fall. Man hat halt viele Freunde, man hat sie kurzfristiger und die Deutschen haben ja eher langfristiger und wie du schon gesagt hast, eine andere Tiefe. Und es gibt auch bei Geschlechtern noch ein paar besondere Regeln. Genau. Und das ist etwas, das sollte man ernst nehmen. Ja, das kann zu großer Awkwardness führen, sehr, sehr unangenehm werden. Es ist so, und das ist wirklich so, dass es auch schon den Kindern im Kindergarten eingerichtet wird und sich das ganze Leben zieht, egal ob getrennte Schulen oder Kindergärten oder Hobbys. Männer sind mit Männern befreundet und Frauen sind mit Frauen befreundet. Und das gefällt mir zum Beispiel gar nicht so gerne, weil ich hatte in Deutschland immer viele männliche Freunde, weil ich auch viele männliche Hobbys habe. Ne? Ich habe viel Kampfsport und solche Sachen gemacht und war immer schon so ein bisschen Tomboy. Und als ich nach Australien kam, da war das ganz schön schwierig für mich, das zu akzeptieren, dass auf einmal Männer, gerade wenn sie einen Partner haben oder Partnerin haben, dass sie dann mit einem gar nichts zu tun haben wollen. Und dass das wirklich einen in ganz unangenehme Situationen bringt, wenn man versucht, dann trotzdem mit denen zu reden. Ja. Weil ich erinnere mich an eine Situation beim Grillen, dass ich mich ganz locker mit einem Mann unterhalten habe, der tatsächlich das gleiche Hobby hatte wie ich. Und da ging es gerade so um Survival und Survival-Techniken und sowas. Und der hat sich aber dann irgendwie nach ein paar Minuten ist er immer weiter auf mir zurückgewichen und meint dann, er müsste jetzt zu seiner Frau gehen. Seine Frau würde da hinten warten und seine Frau würde ja jetzt sicherlich was trinken wollen. Irgendwie sowas ganz Komisches. Und das war ganz unangenehm, weil ich erst verstanden habe. Und ich stand dann da und guckte mich auch an. Und ich habe ja nicht geflirtet. Ich will ja nicht flirten also mit irgendjemandem. Aber dass man das halt einfach so nicht macht. Auf jeden Fall. Ich habe das auch auf Party schon gemerkt. Wenn man sich zu lange mit einer Frau unterhält, dann muss man sich schon Sorgen machen, ob da nicht der Mann schon eifersüchtig rüberschielt. Ja. Also da können irgendwie Australier nicht mit umgehen. Also diese Freundschaften zwischen den Geschlechtern sind einfach super selten und exotisch und am besten vermeidet man das erstmal aus Sicherheitsgründen, um nicht geschlagen zu werden. Ja, so wenn so Pärchen miteinander befreundet sind, da kann man sich natürlich um einen anderen Geschlecht unterhalten, ist keine Frage. Ja, klar. Wenn es nicht zu tief wird und so, aber dass man so einen richtigen besten Freund oder Kumpel hat, wie in Deutschland, also das, wie gesagt, habe ich jahrelang mich hier drum bemüht, aber mit Australien gar nicht möglich und dann muss man halt in der internationalen Community eher schauen, ne? Da geht es natürlich dann viel eher. So, jetzt kommt die Frage Nummer 6. Und zwar, wie lange halten Freundschaften in Australien? Also sie halten auf jeden Fall mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht so lange wie Freundschaften in Deutschland. Also Freundschaften gibt es hier oft auf Zeit, bis eben die nächste Veränderung im Leben ansteht, bis man umzieht, ne, oder einen Job wechselt oder
andere Freunde kommen. Oder es einen Konflikt gibt. Oder es einen Konflikt gibt, ganz, ganz wichtig. Also aufpassen, wenn ihr euch hier mit einem Freund und Bekannten streitet, kann es wirklich sein, dass der Kontakt sofort abgebrochen wird, dass die andere Person euch ghostet und ihr nie wieder von ihr was hört, dass es uns beiden schon passiert. Und als Deutsche denkt man doch, oh, man hätte auch drüber reden können, man hätte das auch lösen können, genau. Das Problem. Aber da besteht hier kein Interesse dran. Ja, das kennt man halt als Deutscher sowas. Ist halt einfach, wird hier einfach nicht so gern gemacht. Auch wenn sich natürlich Leute trennen, ne, was ja hier auch recht häufig vorkommt, dann verliert man Kontakt zu den Leuten, das passiert auch leider. Und die anderen Gründe hast du alle schon genannt, ja. Ja. Vielleicht nochmal der Aufruf, wie lang ist denn eure längste Freundschaft? Habt ihr noch so Kontakt zu Leuten, die ihr im Kindergarten oder in der Schule kennengelernt habt? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich kenne solche Fälle hier in Australien fast gar nicht. Wie lange hast du deinen längsten Freund? 9. Klasse. Hm. Ja, genau. Ja, also aus der Grundschule ist da niemand mehr übrig geblieben. Da ist einfach zu viel passiert. Mhm. Aber ansonsten, ja. Aus der Schulzeit. Ja, ich kenne meine längste Freundin tatsächlich seit meiner Geburt. Ach, tatsächlich? Ja, die ist 2 Jahre älter als ich, 1 Jahr älter, weiß ich gar nicht so genau. Ist das so lang? Wow. Ja, genau. Und ich habe schon als Baby, kannte ich die schon. Ja, und da sieht man mal, da hat tatsächlich auch der Umzug nach Australien, und dass wir jetzt schon 15 Jahre hier sind, trotzdem diese Freundschaft nicht zerstört. Nee. Wirklich erstaunlich. Das ist ganz erstaunlich, ne? Weil auch die Distanz, Deutsche halten ja auch über Distanz hinwegen Kontakt. Und das, ja, das ist schön. Ja. Mhm. So, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Und die lautet: Wie und wo lerne ich denn andere Deutsche in Australien kennen? Okay, da habe ich eine ganz klare Antwort. Da ist auf jeden Fall Facebook der beste Ausgangspunkt, wenn man neu ist, weil es gibt einfach so viele deutsche Gruppen, die sind alle super busy. Tausende Mitglieder, auch viele Gruppen zu speziellen Untergebieten. Mhm. Egal, ob man jetzt irgendwie Backpacker ist oder Expat oder deutscher Arzt in Australien oder deutscher Vater in Australien, whatever. Mhm. Es gibt für jeden Bedarf eigentlich eine Gruppe. Da würde ich anfangen, wenn ich neu bin. Ja, auf jeden Fall. Auch deutsche Spielgruppen zum Beispiel für Eltern und solche Geschichten. Ne? Ja. Es gibt in vielen Städten deutsche Clubs. Das sind dann wirklich Gebäude, wo man dann halt auch mit deutschen Restaurants und sowas drin und deutschen Veranstaltungen. Also wir haben in Brisbane zum Beispiel einen, da wird jedes Jahr Karneval gefeiert. Da waren wir schon gemeinsam zum Fußball gucken bei der WM. Das ist sehr zünftig dort. Ja, da wird das Deutsch schon richtig ausgelebt. Da muss man auch schon vorbereitet sein. Ja. Das ist deutscher als in Deutschland. Ne? Das ist ein bisschen wie Deutschland vor 50 Jahren vielleicht. Also, ja, richtig. Das auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch in vielen Städten und auch in den Dörfern deutsche lokale Gruppen, die sich so bilden. Meistens ergreift irgendeiner die Initiative und dann trifft man sich regelmäßig. Jetzt überlege ich gerade, wie heißt denn der in Toowoomba? Stammtisch nennt sich das, genau, der deutsche Stammtisch. Und das kann richtig aktiv werden, das kann auch immer größer werden und wachsen. Und das ist eine schöne Gelegenheit, einfach sich mit anderen mal kurz zu schließen, sich auszutauschen und festzustellen, dass man einfach mit vielen Problemen nicht ganz alleine ist. Das war das perfekte Schlusswort hier. Also, das war unser kleiner Dialog hier zum Thema Freunde finden in Australien. Ein schwieriges Thema und natürlich umso schwieriger, wenn man neu im Land ist. Deswegen, wenn ihr neu seid und wenn ihr einfach noch ein bisschen euch einsam fühlt, alleine seid, dann nicht verzweifeln. Es dauert einfach. Gebt nicht auf, lernt neue Leute kennen und bleibt einfach am Ball und dann wird sich das mit der Zeit auch ergeben. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Maren hat 2 Bücher geschrieben zum Thema Australien. Es sind Romane. Links dazu packe ich mal in die Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.